Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Red Dead Redemption 2. Es geht heute um Maskenball, besser gesagt um die coolsten Masken, die es schlechthin gibt, die ihr ja auf dem Kopf tragen solltet, bevor es wieder reingeht in den nächsten Überfall. Denn mit Maske wird man schlechter von Zeugen erkannt. Man kann also dementsprechend auch ein bisschen mehr Trouble machen und kann sich eventuell sogar noch beim Gesetzeshüter herausreden und sagen, nö, war ich nicht da. Deswegen sind Masken mega cool. Für diese Masken müsst ihr zum Hehler und zwar zu dem Wagenhehler. Und dieser Wagenhehler, wiederum den ich euch hier gleich auf der Map zeigen werde, ist erst dann verfügbar, wenn ihr in Kapitel 2 die Quest, die Rückgrate Amerikas gemacht habt. Das ist also das ganz, ganz Wichtige. Das ist halt die Voraussetzung, die ihr benötigt, um halt bei diesem Händler einkaufen zu können. Dort natürlich auch eure geklaute Ware zu verkaufen. Aber halt vor allem diese mega coolen großen Masken einzukaufen, die wirklich, finde ich, wahnsinnig gelungen sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich finde die Dinger gerade so genial, da muss ich einfach mit euch ja diese Info teilen. Ich denke, einige werden es wissen, viele, viele andere werden es aber wahrscheinlich gar nicht wissen, wenn ich nur alleine überlege, wie oft generell die Nachfrage kommt, hey, wo finde ich denn einen Hehler? Und dann auch noch den Wagenhehler mit den Masken. Also super Sahne in meinen Augen, die Masken wirklich sehr cool gemacht. Wir schauen uns einfach jetzt hier mal ganz kurz die Masken erstmal im Überblick an. I said, I heard what you said about me. Did you? Okay. I don't think it's very fair. Okay, good for you. You know, you're not so high and mighty and above everyone than you think you are. Whatever you say. You bloody well loves me, do you know? So, und hier auf der Map sehen wir jetzt auch den Hehler. Und zwar hier direkt bei der Emerald Ranch ist der angesiedelt. Und die entsprechende Quest, die er machen müsst, damit dieser freigeschaltet wird, findet direkt vor seiner Haustür statt, und zwar bei Hosea. Müsst ihr dann die Quest machen, Rückgrate Amerikas. Das bedeutet, ihr müsst auch vorher die Quest gemacht haben mit dem legendären Bären. Das ist nämlich die Voraussetzung, damit ihr hier diese zweite Quest bekommt in Kapitel 2. Und dann, nach Abschluss der zweiten Quest, wird der Händler, der Hehler hier, für euch freigeschaltet. Und ihr könnt dort frei shoppen gehen und vor allem halt auch all euer Gold oder was auch immer ihr gerade so am Mann habt, verkaufen. Ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da, schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich sag bis dahin, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.